Hallo, Blutmond. Sorry, dass letzte Folge ein bisschen kürzer war, aber ne, der Blutmond ist die heiligste Nacht im Jahr. Der letzte Blutmond war ein Heiligabend, falls ihr euch erinnert. Oh ja, ja, das war schön. Ja, was. Da war ja was. So, was denn? Wo hat denn der uns gerade hier hingeschossen? Erik? Ja? Wir haben ein Problem. Was denn? Die sind hier hinten. Wo hinten? Da, wo das Glas war. Haben die uns gerade ein Glas weggeschossen. Das Glas? Ja. Warte, warte, im Keller oder wo? Nee, hier auf unserer Etage. Hat uns so ein Spuckzombie gerade ein Glas weggeballert. Ach hier, ja, aber das ist okay, glaube ich. Ja, okay. Solange die nicht hochkommen, ist alles okay. Standst du da gerade bei dem Glas? Nee, ich stand hier vorne. Okay, müssen wir beobachten. Jo. Ich weiß nicht auf dem Posten. Oh, warte, ich geh mal einen runter wieder. Ich geh auf den Balkon. Balkon. Den müssen wir beobachten. Könnte auch ein Vogel gewesen sein. Die schießen ja auch mittlerweile, ne? Ja, das stimmt. Warte mal. Okay, die andere Shotgun ist auch präsent jetzt. Geil. Das mit dem Glas ist natürlich ungeil. Weil wir wollten eh schusssicheres nehmen. Ja. Hui! Alter. Voll der Kopfsprung. Es ist immer wieder geil, was das für ein Massenexodus ist hier. Ja, absolut. Und das mit den Pissrinnen funktioniert. Tatsächlich, ja. Ja, das stimmt. Funktioniert super. Die werden super alle aufgehalten. Die fallen zumindest in die zweite rein. Und wenn die hinfallen, dann sind die verlangsamt, weil die fallen in die Pissrinne und müssen erstmal wieder rausklettern. Aber nicht alle fallen da rein. Manche rennen zu schnell. Was okay ist. Ist voll geil. Wir haben unten heute keinen Gyros-Stand, ne? Nö, aber ich glaube, der hat irgendwie so viel gebracht, ne? Wieso ist das hier so ruhig gerade? Ich weiß nicht. Ich glaube, weil wir Vögel die ganze Zeit. Ach, da oben. Jo, zwei Vögel. Die kommen aber nicht zu mir durch, weil ich jetzt hier unten auch safe bin, weil wir oben den Balkon haben. Das ist ziemlich cool alles. Tobi? Ja? Ich habe ein bisschen Angst. Warum? Weil das sind alles Pimmel-Zombies. Und ich habe Angst, dass nachher eine fette Welle von Soldaten kommt. Ich vermisse den auch schon ein bisschen. Vielleicht haben wir bei diesem Blutmond aber auch Glück. Entschuldigung. Ich hab meinen Optimismus. Das mögen die Entwickler gar nicht, wenn du sowas sagst. Ich glaube, ich mache wirklich mehr Damage jetzt mit der Machine Gun hier. Ja, das kann schon sein. Na, Hundi? Oh, Alter, Tobi. Hey, na. Na, Hundi? Ich hoffe, das mit dem Glas hinten war jetzt nur so ein Einzelfall. Aber keiner geht durch die Wand. Alle gehen unten lang. Alle gehen unten lang, Tobi. Die haben hier aber aufgeschossen, ne? Also hier ist wirklich ein Durchgang jetzt. Das Glas ist offen. Aber trotzdem kommen die da ja nicht hin. Nee, im Normalfall eigentlich nicht. Höchstens ein Jumper. Alter. Boah, das ist eine Freude. Wie die auch im Feuer bleiben jetzt einfach mit dem Piss drin. Okay, ich muss meine Knarre kurz reparieren, warte. Wir machen ja voll die Experimente, ne, eigentlich. Voll geil. Oh, der hat keine Beine mehr. Der Gute. Dann leihen doch die von seinem Kollegen. Der soll sich da welche wegnehmen, einfach. Ja. Huch! Oh, ach, hier hat einer hingespuckt. Aber wer? Und von wo? Okay, krass. Der hat von da hinten durch die Tür... Das kann nicht sein. Voll der Camper.
Ja, wir müssen die Base auf jeden Fall aufwerten, auf der Rückseite. Wir sind noch zu offen. Das ist nicht cool. Die schießen die ganze Zeit mit Rotze da hinten hoch. Vom Händler aus da hinten, oder was? Ja, genau, von der Seite beim Händler schießen die ganze Zeit hoch. Ah, okay. Okay, ist aber nicht nett. Und dann einer hat mich sogar getroffen von da aus. Durch den ganzen Bunker geschossen quasi. Wow. Ich sehe gerade nichts. Einmal reinschießen. Einmal reinschießen. Trifft immer den richtigen. Warte. Also Mollys von hier oben funktionieren trotz Balkon sehr gut. Nice. Ach stimmt, die haben jetzt ja auch den verengten Durchgang zum ersten Mal, ne? Vorne. Ja. Und es funktioniert. Es funktioniert alles, was wir gebaut haben. Das passiert selten. Voll geil. Vielleicht haben wir irgendwann Blutwohn und es kommt keiner mehr, weil die keine Lust mehr haben. Geh lieber woanders hin, meinst du? Ja, suchen sich eine andere Map. Oh, Alter. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Irgendwer rotzt hier aber immer noch voll da hoch. Oh, ist das Elektronikding wieder kaputt? Ah. Beide? Weil irgendwie ist da kein Strom mehr. Generator läuft aber noch, ne? Benzin, Stromquelle, maximale Ausgabe, ja. Ein Kabel? Vielleicht durch den Molly? Brennt der Molly die Kabel durch? Oh, ja, sieht so aus. Ja, zwei Kabel. Oh, die haben hier oben die Stromversorgung gekappt mit dem Rotzen. Was? Oh, das, der ganze Verteilerknoten ist weg. Was? Okay, das geht? Okay. Braucht man Backup-Stromkreise? Oder war das nur versehen, dass sie das getroffen haben? Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie so programmiert sind, dass die auf sowas schießen. Aber wie sollen denn Zombies Ahnung von Elektrizität haben? So, ah, aus dem Verteilerknoten, da schießt er mal drauf. Hä? Okay. Backup-Stromkreise. Geht das überhaupt, Backup-Stromkreise? Weil der muss ja von der anderen Seite irgendwie connecten, aber in eine Waffe kann man ja zum Beispiel nur eine Sache rein switchen. Hm. Ich glaube, man kann gar keine Backup-Stromkreise machen. Man muss, glaube ich, die Verteilerknoten einfach safe setzen, nicht nach draußen. Oh, wow. Oh. Das nice. War nice. Boah. Ist heute aber jetzt nicht so wild irgendwie, ne? Also, Robi, bitte sprich es nicht aus. Ja gut, sind ja noch drei Stunden. Du kannst das Schicksal nicht herausfordern. Na klar. Nein, der lebt ja noch. Entschuldigung, oh, haben wir nicht bemerkt. Ich lass die Vögel oben einfach mal, ne? Ja, solange die dich nicht die zu dir dann, runterkommen. Die ist, ne? Nee, der versucht die ganze Zeit durch den Käfig direkt zu mir zu kommen. Oh. Guck mal, der macht sich gemütlich. Ich glaube, ich mache immens mehr Damage jetzt inzwischen. Mit Level 5. Ja, das kann schon sein. Huch! Alter, es ist halt einfach. Nice. Spart ja auch Muni. Macht der da hinten? Vielleicht hast du aber auch einfach nur keine Lecks mehr. Oh, Alter, Tobi, was? Oh, Vorsicht, da ist einer von den fiesen. Ich bin der Lag-Exploder, Alter. Bis jetzt war noch kein Jumper hier. Stimmt, und die ist auch noch nicht die Soldaten. Tön. Ja. Alter. So reinstes Splatterfest da oben. Und keiner versucht durch die Wand zu kommen. Hoffe ich. Ich muss mir die Wand hinter mir angucken. Oh. Ich hab eben nur kurz gesehen, die Dame. Nice. Aber die lassen echt wenig Loot fallen, ne?
Ja, das, ich sehe nur einen Beutel hier. Ich weiß nicht, ob den Rinnen was liegt, aber das ist echt nicht so schade. Das war mal, das war die erste Loot, wohnt aber mehr. Können sie jetzt weniger leisten wegen Inflation? Oh, warte, meine Waffe ist wieder am Arsch. Warte kurz. Tobi, du Monster. Hui. Okay, wo bleiben die? Das ist ein bisschen low gerade, ne? Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber... Ja, ich frage mich halt, ob die vielleicht doch irgendwo durch eine Wand gehen oder so. Ah ja, einer versucht gerade durch eine Wand zu kommen. Da sind vielleicht sogar mehrere. Warte, ich bin gleich wieder da. Ich guck mal, ob ich das von oben sehen kann. Ansonsten... Oh! Hier ist ja der komische Vogel, habe ich ganz vergessen. Aber hier sind halt auch keine Jumper oder so. Alter! Alter, der Vogel spuckt. Ja, okay, ein paar versuchen hier hinten durch die Wand zu kommen. Okay, ich höre sie schlagen tatsächlich. Ja. Warum ausgerechnet da? Hm. Oh, das sind sogar viele. Das würde erklären, warum heute nicht so viele kommen. Hängen die da alle an der Wand oder was? Sieht so aus. Versuch die mal, ich versuch die auszuknüpsen. Ah, ich sehe es an der Seite. Jeden. Ja, ja, ja. Ah, okay. Hängen alle hier an der Wand. Aber warum? Huch. Warum an dieser Wand? Ich weiß nicht. Da ist ja nichts Interessantes. Oh, zwei Level up, ist nice. Okay, da kriege ich die jetzt auch nicht mehr weg. Aber ich glaube auch nicht, dass die durchkommen. Ich habe die erledigt. Oh, danke dir. Oh, ach, mein Arm juckt. Warum die ausgerechnet da unten an der Wand? Weil da unten vielleicht nur eine Wand ist, weil da dieser Durchgang unten ist? Ist da ein Durchgang? Auf der Höhe, wo die waren, glaube ich, ja. Ah, okay, das kann sein. Dass die versucht haben, nach unten zu buddeln irgendwie und dann da unten durch? Wie, du triffst mich, was mit dir? So, warte. Oh. War ich noch ein Fohn? Boah, Alter, jetzt kommen sie hier hoch, oder was? Boah. Ja, warte. Policeman. Oh, okay. Jumper kommen immer noch rein. Oh, zwei auf einmal. Brauchst du Hilfe? Nee, alles gut. Zwei Jumper auf einmal. Oh, okay. Gut, eine Sache, die nicht so geklappt hat. Das ist der Vogel oben, ne, glaube ich. Mal aus, oder was? Mutige Entscheidung, den Bunker zum Blutmond offen zu lassen. Sollte man anerkennen, finde ich. Den Mut finde ich auch. Ach, Alter. Oh, der ist. Ach, der ist hier oben im Dingens. Ja, Mist, hätten die das Kabel nicht verschossen, dann wird es ja natürlich ein bisschen entspannter aussehen gerade. Ärgert mich da, ein bisschen. Wie die da unten von der 9mm-Dingens einfach geroastet werden, da oben runterfallen. Voll gut. Ja, die Shotguns hier oben funktionieren ja nicht mehr. Nee, leider nicht. Aber es geht auch so. Ich habe fast 900 Schuss verballert insgesamt. Gleich. Ja, die 7mm gehen super schnell weg. Ich habe das auch gerade gemerkt. Oh. Gut. Oh.
Döner, Döner stand da unten. Nachher kaputt. Sekunde. Junge, Junge. Oh. Der Jumper ist nach unten gejumpt. Ach, guck mal. Hui. Oh. Jo. Oh, ärgerlich. Entschuldigung. Aber trotzdem kein Exploder bis jetzt. Nee. Vielleicht wollten wir uns mal einen ruhigen Blutmond gewähren. Aber nicht mit Absicht. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht haben sie einen vergessen. Okay, jetzt haben wir haben die Horde da unten weggeschossen. An dem Ding jetzt ist es auch nicht mehr dahin gegangen. Hm. Komisch. Aber es sind wieder verdächtig wenige. Ich guck trotzdem mal nach. Ja, vielleicht auf der anderen Seite. Die schießen ihre Rotzi aber ständig hoch. Also bis nach ganz oben. Oh, achso, das sind die Dinger hier. Ja, hier ist ruhig. So, Junge, Junge, Junge. Und auf der anderen Seite sieht es auch. Sieht ruhig aus erstmal. Ich habe keine Muni mehr. Perfekt. Du belebst noch. Ich lebe noch, ja, aber ich höre gerade hier auf der anderen Seite ist hier noch mordsmäßig Action. Vielleicht sind dann schnapp ich mir mal Muni und dann gucken wir mal. Sind die auch drinnen? Es kann auch sein, dass die hier drinnen noch irgendwo sind. Ach ja, die sind hier noch drinnen. Hallo. Drin? Ja, also hier, achso, hier im Rondell, ne? Meinst du? Ja. Okay. Oh Junge, was hältst du denn aus? Okay, das war's. Das ist nur der Vogel. Wie kamen wir eigentlich also jetzt in der Mitte rein? Ach so, wie die Zombies, wie, ja. Ach so. Ja, ja, nee, schon gut, schon gut. Ja, wie die Zombies oder wir haben unseren Hot. Was denn? Guck mal, wie die sich hier reingeprügelt haben. Oh, nice. Oh, nice. Ja, aber wir haben die auch nicht bemerkt, ne? Muss man vielleicht auch mal zugeben. Übrigens, drin ist noch einer. Echt? Der wurde gerade noch. Oh. Ja, ja, ich hör die Shotgun oben. Also hier die Selbstschussanlage. Okay. Müssen wir rausfinden, warum wollten die da durch und was können wir dagegen tun? Hm. Ansonsten? Oh, hier ist ein bisschen Metall runtergekommen. Von was? Oh, okay. Verteiler. Die haben... Wir hatten zwei Verteilerknoten, beide sind außer Gefecht gesetzt. Was krass. Extra ist? Ich glaube, das sind die Dinger hier unten, diese Häufchen hier. Hm. Ich frage mich, ob das absichtlich ist, dass die wirklich auf sowas draufgehen. Könnte halt sein, ja, ne? Ich habe doch gar nicht reingehauen. Toll. Ja, könnte wirklich sein. Aber das wäre der erste Blutmond, wo die das gemacht haben. Das war vorher nie. Ich weiß nicht, ob die... Gut, die werden mit jedem Blutmond wahrscheinlich auch schlauer, oder was? Weiß ich nicht. Hm. Wir sollten Fragebogen auslegen zum nächsten Blutmond. Ja. So IQ-Test. Ja. Ja, okay, das ist aber... Okay, unten kam aber keiner rein. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich könnte mir halt nur vorstellen, dass die wirklich versucht haben, hier reinzukommen, weil halt hier unten nur eine Wand ist, ne? Warte mal, ich komme nochmal ganz kurz. Muss mir nochmal sagen, wo da nur eine Wand ist, weil die Mauer ist doch trotzdem vier dick.
Aber hier unten nicht. Wenn die sich da von oben den Boden runtergrabbeln und dann hier rein wollen, ist da nur einer dicke, verstehst du? Aber ist halt dumm, weil die kommen ja dann trotzdem nicht zu uns rein. Aber die haben sie ja nicht in den Boden gegraben, die wollten ja oben durch die Mauer. Oben durch die Mauer, nicht hier unten. Das heißt, die Mauer ja unten zählt ja eigentlich gar nicht zu deren HP. Ja, 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 ja. Das hier ist unten. Wir sind gerade in der Erde quasi. Die Grube geht ja in die Erde rein. Ja, ja, aber sicher, dass sie sich nicht in den Boden reingegraben haben da oben. Da war doch eben ein Loch. Ich guck mal. Also sah nicht so aus. Also vielleicht habe ich es übersehen. Nee, kein Loch. Nee. Naja, gut. Okay, das hier. Aber das zählt ja fast nicht. Okay. Die haben sie nicht effektiv in den Boden reingegraben. Die wollten einfach durch die Wand und haben wahrscheinlich ein bisschen Boden mitgenommen. Wo ich mal gucken muss, wie ich den auffülle. Das weiß ich auch noch nicht. Gut, ich meine, das ist ja nicht so schlimm, ne? Die Mauer hält ja sowieso, also... Also im Grunde genommen ist es völlig Wurst. Ja. Aber vielleicht sollten wir ringsrum, ich weiß nicht, ob Stacheldraht was bringt oder so, ne? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Vielleicht wollten die auch Tetris spielen, guck mal. Dee. Ja. Das war ein sehr langer Klotz, sehr langer L-Klotz. Oder das sind irgendwelche mystischen Zeichen, Erik. Um uns Schlafschafe wach zu kriegen. Meinst du, die wollen mit uns kommunizieren? Hm, das kann natürlich sein, vielleicht, ne? Vielleicht ist noch ein Rest Menschlichkeit vorhanden. Wir sollten ein Labor gründen, Tom. Aber ich habe keine Baublöcke mit, ne? Nee. Also diesmal wurde auf jeden Fall sehr viel gespittet. Ja, das stimmt. Das waren das die Vögel oder waren das die Polizisten? Oder beide wahrscheinlich, ne? Beide waren sehr, sehr fleißig. Das mit dem Glas am Anfang, das hat mir ein bisschen Sorge gemacht. Hier sind die durch, okay. Da machen wir dann wahrscheinlich wirklich mal lieber Panzerglas. Gut, das ist auch interessant, dass das Glas halt nichts aushält, ne? Ja, das ist, ja gut, ich meine, es ist halt normales Glas, ne? Da kannst du gegenhauen, das geht kaputt. Da kein Sicherheitsglas und nichts in der Richtung. Ja, gut. Aber diesmal auch keine Exploder dabei, aber dafür haben die angefangen, die Elektrik zu zerstören. Ich würde wahnsinnig gern wissen, ob das mit Absicht war oder Zufall mit den Spittern. Vielleicht war es einfach der Flächenschaden, den die gemacht haben. Der Flächenschaden. Der Flächenschaden, verstehst du? Ja, das kann sein, aber... Also ich habe ja gesehen, dass die Spitz da halt immer hingegangen sind. Und ich frage mich, ne, ich meine, im Grunde genommen wäre es natürlich schlau von den Programmierern zu sagen, okay, dann setzen die Zombies die Elektrik außer Gefecht, wenn die draußen ist. Weil die Zombies halt, wie man sie kennt, sind natürlich alle belesen. Ja... Also wäre krass, wenn es so ist. Fände ich auch. Achso, ich muss ja hier runter. Hast du Hopfen? Kannst du Hopfen schon anbauen? Hast du das Rezept dafür? Ja, Hopfen bauen wir drüben schon an. Wieso? Okay, weil hier ist ein Rezept. Es war bei einem Zombie dabei. Dann lese ich das mal. Ja, mach mal. Okay. Hopfen sollten wir... Hopfensamen. Ja, easy. Okay, ich gehe mal ganz kurz eben ein bisschen auffrischen draußen, ne? Mhm. Warte mal. Zement nehme ich mit und ein bisschen Stahl. Oh, da haben wir nicht mehr so viel. Warte mal, habe ich nicht letzte Aufnahme hier? Jo, gib ihm. Okay, wir haben Stahl. Und wir können eine Menge Beton machen. Oh yeah. So, aber okay, ich gehe jetzt gleich erstmal los und gehe erstmal die. Also, ich würde erstmal eine Tour machen, eine kleine hier in unterm Eck, wo wir die ganzen Sachen haben, um schon mal ein bisschen was zu finden und wir können ja dann eine größere Tour machen. Oder wir gehen gleich komplett los, wie du möchtest. Ja, lass mich ganz kurz eben noch reparieren und dann lass uns vielleicht in der nächsten Folge direkt eine Loot-Tour endlich mal wieder machen. Ja, das können wir machen. Oh Gott, ich brauche dringend Abwechslung hier. Ich falle hier schon einfach runter. So, okay. Also, gefühlt sehr viele Spitter dabei. Ja. Die haben ordentlich Damage gemacht. Wie haben die denn die Stahldinger so runtergekriegt hier? Mit was? Okay, das waren nur zwei bisher. Okay, das geht ja. Hier sehe ich gar. Die Geländer sind fast alle noch wie neu. Würde ich noch auf eBay anbieten. Die Dinger draußen. Oh. Elektrozaunpfosten haben wir es mitbekommen. Oh. Also irgendwas. Oh ja, die Elektrozaun. Ah ja, die gehen ja von alleine kaputt. Stimmt ja, das ist ja, da muss man nichts zutun. Also immer wenn Viecher hier in die Elektrozaunpfosten, also elektrisiert werden, dann gehen die Pfosten ja kaputt. Achso, kannst du den Generator mal ausmachen? Achso, jo. Da war ja noch was.
Ansonsten. Also, verglichen mit den Blutmonden davor ist hier nicht so exorbitant viel Damage. Nö, wie gesagt, es war auch jetzt nicht so actionreich irgendwie. Also, es war okay, klar. Ne? Aber es war schon mal mehr. Naja, auf jeden Fall. Ich mache jetzt sogar die kleinen Schäden hier. Also die haben hier unten auf jeden Fall wieder gegengeschlagen. Wir müssen immer noch die Elektrodinger, wenn die hier runter segeln, die müssen wir ja trotzdem machen. Ach stimmt, die wollte ich dann da draufstellen, ne? Wir brauchen mehr Schocktherapie für die Viecher. Ich geh Brötchen holen. Prima. Bring mal mit. Hat der überhaupt schon auf? Jetzt so geile geschmierte Brötchen. Oh. Boah, ja, mit Salami und Käse. Und dann ist der Käse schon so ein bisschen hochgetrocknet, weil die da schon ewig liegen. Ja, ja, nicht viel. Ja, lieber selbst geschmiert. Hä? Was bist denn jetzt so? Haben die von innen gegen die Mauer geschlagen? Hä? Warum sollten die das denn tun? Oder war das jetzt nur. Ach, vielleicht. Ich glaube, wir schießen die Sachen kaputt. Ja, das kann auch sein. Wahrscheinlich von uns die ganzen Streuschüsse und wir ballern dann hinten die Wände langsam kaputt. Okay, verstehe. Die Außenwand vielleicht irgendwann aus Stahl machen? Könnten wir tun, klar. Wäre vielleicht sogar gar nicht mal so dumm. Ne? Sieht natürlich kacke aus, aber naja, so ist es eben. Nein! Oh, jetzt habe ich auch so eine Stahltreppe. Naja, die werden eh irgendwann aus Stahl. Eigentlich könnte man die jetzt schon aus Stahl machen, just for fun. Weißt du was? Ich mache die Treppe aus Stahl. Ja, ist auch realistischer, glaube ich, so eine Stahltreppe, ne? Ja. Dann wissen die Zombies auch gleich, was die erwartet. Das sieht aus, als würden die jetzt einen Oscar kriegen, wenn die hier hochgehen. Und was kriegen sie? Einen in die Fresse. Von Oscar? Ja. Von Oscar. Okay, das heißt aber, wir müssen die Seiten auch aus Stahl machen nach und nach. Oh, hier, da ist ein Block kaputt. Warum auch immer, wie auch immer die Blöcke hier kaputt gehen können, ich habe keine Ahnung. Manchmal ein Rätsel. Ja, die sind immer sehr motiviert, die Zombies. Wie gesagt, vor allem diese Schießenden, die sind halt immer. Die haben ja uns ja auch die Kisten hier immer fast kaputt geschossen. Wo die voll weit wegstanden. Du meinst die Spucker? Ja, ja. Ja, ja, die haben auch einen endlos weiten Radius, glaube ich. Ja. Was okay ist, ich meine, wir sind ja auch ein bisschen imber. Muss man, ne? Muss man schon sagen. Gar nicht. So, 500. Komm, ich mach das von außen auch nochmal. Oder? Nee, ist dumm. Kann ich später machen. Lieber erstmal alle direkten Flächen. Oder vielleicht lieber erstmal die Außenwand aus Stahl. Außer das obere Ding, damit es von oben schön aussieht. Weil. Das ist wichtig. Die Optik spielt eine große Rolle, auch für die Zombies. Die suchen sich ja schon aus, wen die angreifen. Ja, ja, natürlich. Ja. Dazu brauche ich aber noch ein paar von den Blöcken. Und Holz, habe ich Holz dabei? Nein, Holz habe ich gar nicht dabei. Und die Dinge brauche ich auch noch. Okay. Eins zum anderen. Ich nehme mal die Pflastersteinwürfel einfach mit. Wo habe ich denn meine Dietriche schon wieder gelassen? Das gibt's doch gar nicht. Ach, die sind hier. Ja, Dietriche, ich hab's im Inventar da drin. Ich wollte gerade durch ein Fenster gehen. Ah. Ja, das funktioniert so natürlich nicht so gut. So. Gut, so instabil wie die sind, kannst du da wohl einfach durchlaufen. Ja, naja. Ich schwöre es nicht, Tobi. Alter, die haben ja wirklich gut zugelangt. Ich glaube, ich mache dann hier erstmal aus Stahl, ne? Da, wo die durch wollten. Ja, würde ich sagen, wenn wir genug Stahl haben. Ja, das werden wir sehen. Wahrscheinlich nicht. Ein bisschen was habe ich noch auf Tasche. Wie viel, also ein Block, wie viel Stahlbarren braucht ihr? 10. 10 Stahlbarren? Ja. Okay. Ja, das ist schon nicht billig alles, ne? Das ist schon. Oh mein. Das ist natürlich jetzt erstmal ein Flickwerk, aber es ist unser Flickwerk. Da.
Jetzt geht's ja, da geht es ja jetzt nur um Sicherheit. Ne? Die werden wahrscheinlich trotzdem versuchen, da durchzubrechen. Ich frage mich aber, warum ausgerechnet hier? Naja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ist da draußen irgendwo jemand? Ah, okay. Ich musste gerade noch nachladen. Habe ich ganz vergessen. Ich habe mein Muni rausgenommen, aber nicht nachgeladen. Das hat das so lange gedauert, wie so eine kleine Ewigkeit. Oh. So, da unten müsste ich eigentlich auch, ne? Aber ich habe mir überlegt, wir wollten ja eh noch ein bisschen... Wollten wir nicht noch so ein bisschen Fußweg hier nebenbei machen? Ich glaube, ne? Ja, so ein bisschen... Der Plan. Ich glaube, ein bisschen Pavement wollten wir so ringsrum machen. Dann mache ich hier nämlich erstmal so ein paar Zementblöcke hin einfach. So. Und dafür brauchen wir nur keinen Stahl. So. Also sieht gut aus. Könnte später besser aussehen. Die ist da unten, haben die sie nicht durchgegraben, ne. Wie viel habe ich noch? 282. Ich mache nochmal hier ein bisschen in die Richtung. So. Na, da bin ich mal gespannt. Oh, das wird am Ende aber schön aussehen, Tobi. Oh, wird richtig, wird richtig elegant. Ja, das ist wichtig. Optik ist alles, Erik, weißt du ja, ne? Ja, so ist es halt einfach. Überleg mal, bei den nächsten Bunker Awards, Tobi, da ist aber, ne? Vielleicht können wir ja Ausrichter sein, vielleicht finden die ja hier statt. Oh, das wäre mein großer Traum. Ja. Ich würde auch Schnittchen bereitstellen. Steht der Kili hier bei uns und moderiert die Bunker Awards? Ja, oh, Traum. Und dann Schnittchen mit hochgerollter Wurst vom Bäcker. Lecker. Morgens schon geschmiert und hingelegt und abends erst gegessen. Ach, ja. Oh, toll. Und dafür 30 Liter Remoulade drauf, um den Geschmack zu kaschieren. Njam, 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 njam. Da schnalz ich mit der Zunge. Oh, ich hasse diesen Ausdruck. Oh, das ist so widerlich. So, warte. Wir sind übrigens bei 32 Minuten, Erik. Ja, guck mal, letzte Folge, ne, und diese Folge und ja, du hast recht. Warte, ich will nur mal kurz gucken, wie das optisch hier dann so wirkt. Oh, das könnte, schade, dass die Zombies das so schnell kaputt machen, aber das könnte man fast aus Stein lassen. Würde es noch hübscher aussehen. Was denn? Was du da unten gerade machst. Also ich will das aus Zement lassen. Achso, das meinst du aus Stein, so. Ja, das stimmt, hast du recht. Ja, ist halt schade, dass Zement die machen. Das gleich kaputt hauen immer. Vielleicht machen wir ein Layer Zement und dann noch ein Layer Stein drumrum. Oder so. Mal gucken, wie das aussieht. Oder zwei Layer Stein, damit das aussieht wie so ein Fußweg. So, warte. Das hier bringt eigentlich gar nichts. Das war eigentlich nur für Optik. Digga. Optik Records, Alter. So, warte. Warum sind die jetzt direkt aus Stein? Weil ich noch ganz viele Steinblöcke hatte und die wollte ich endlich mal loswerden. Ah, aber die kannst du ganz normal wie dieser Holz... Ah, deswegen bringt das auch immer so viel XP, weil du erst Holz nimmst und dann machst du Holz draus und dann Stein und dann... Genau. Ja. Ah. Du hast recht, aus Stein sieht das irgendwie nochmal geiler aus, finde ich, ringsrum. Ja, ne? Schade, dass die... Wie gesagt, die machen das halt immer gleich kaputt, aber... Nee, in dem Fall, es ist eigentlich egal. Also wir könnten es aus Stein lassen. In den Boden versuchen die gar nicht reinzukommen. Wir könnten das, also ich kann die beiden Zementdinger hier hinten auch wegmachen oder die drei und dann machen wir da einfach Stein hin, ringsrum, das würde auch gehen. Sieht halt so wegmäßig aus irgendwie, ne? So. Ja, ne? So, als würde man hier in der Stadt rumlaufen. Kann man diese Rinnen hier eigentlich immer zumachen? Oder geht das nicht? Also ich wüsste nicht wie, ich glaube nicht. Ah, okay. Vielleicht gibt es noch extra, man kann auch Erdblöcke irgendwie machen, weißt du was? Ich nehme mal die Dinger hier raus und dann machen wir da einfach Dinger hin, Steine, so, fertig. Man kann noch irgendwie Erdblöcke machen, das wollte ich mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob es dann nicht trotzdem genauso aussieht. Das müssen wir mal austesten. So, hier auf keinen Fall zu tief. So. Weil da nämlich Erde kommt. Weiß egal, dann baller ich da auch Stein hin. Bin ich hilfreich, Erik? Ja, auf jeden Fall sogar. Hä? Okay. Hä, wie meinst du das?
während ich die ganze Zeit hier einfach bastle und irgendwie, ach, hier mach ich eine Wand hin und machst du die sinnvollen Sachen wie Munition schon mal machen und bla, den ganzen anderen Scheiß. Ich habe gerade mit dem Messer auf die Steine draufgehauen, aber ich glaube, das hast du gar nicht gesehen. Achso, nee, das habe ich wirklich nicht gesehen. Doch, Tobi, das machst du sehr gut. Ich habe sogar einen Schaden gemacht. So. Weißt du was? Und dann mache ich nochmal ganz kurz. Nur mal ganz kurz hier. Na, Tobi, das ist wichtig. Jetzt, wo du Starbound erwähnt hast, ne? Ja. Das hat echt Spaß gemacht. Starbound? Ja, Starbound war geil. Aber hatten wir das eigentlich mal durchgespielt? Aber wir hatten nie eine richtige Base, glaube ich, ne? Nee, wir hatten nie eine richtige Base. Wir haben wirklich dann nur die Story gemacht irgendwann und dann haben wir aufgehört. Also wir hatten angefangen mit einer Base. Und ich weiß gar nicht mehr, war das der Spielstand aus der Staffel, wo ich dann unten den Garten mit einer Mod automatisiert habe? Irgendwas war da mal, ja. Aber wir haben das Spiel damals durchgespielt im Stream. Das weiß ich noch. Wir hatten mal Starbound-Streams gemacht eine Zeit lang und haben da das dann auch durchgespielt. Ah, okay, das weiß ich gar nicht mehr. Aber eine richtige Base hatten wir wirklich so in dem Sinn noch nie gehabt. Also, wir wollten immer ein Fleischzimmer haben. Ich glaube, das hatten wir mal angefangen, aber wurde dann auch nie fertig. Irgendwie. Ja, genau. Das ärgert mich ja bis heute, dass wir das nicht gemacht haben. Warte mal. Starbound 2 wäre cool. Ja, das Ding ist so, ich hätte schon wieder Bock auf Starbound, aber da hat sich, glaube ich, seitdem auch nicht so viel getan, ne? Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. War schon cool. Ja, absolut. Haben wir das wirklich im Stream aufgenommen? Wir haben das im Stream gespielt damals, ja. Und da hat sich keiner beschwert, dass wir daraus ein Let's Play gemacht haben? Also, ne, dass wir das quasi recycelt haben auf YouTube? Ich glaube, wir haben das gar nicht auf YouTube aufgenommen. Wir haben das halt rausgehauen auf YouTube, aber es war, glaube ich, nicht jetzt so, dass wir gesagt haben, wir machen das Star Wars Let's Play im Stream und hauen es dann als Folgen raus. Ja, stimmt. Also Vorproduktion haben wir auf jeden Fall noch als normales LPT gemacht, das weiß ich noch. Genau. Und dann haben wir Starbound nochmal irgendwann im Stream angefangen und haben es da dann, ich glaube, so 2 oder 3 Streams waren das, wo wir gespielt haben. Oder sogar ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht. Ah. Und haben es da dann auch die Story durchgespielt. Ich dachte, das haben wir... Okay. Ich dachte, das haben wir im Dingens gemacht, im LP. Okay. Hm. Ja, mal schauen. Vielleicht ja irgendwann mal wieder, Tobi. Ja, ne? Also wegrennen tut's ja nicht. Also, ne? Ja, das machst du auf keinen Fall. Trotzdem, ich weiß nicht, machen die Entwickler noch irgendwas? Gibt's von denen irgendwelche neuen Games? Also der Publisher auf jeden Fall. Der Entwickler weiß ich gar nicht. Hm. Das kann ich nicht sagen. So. Plomp, 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 plomp. Eigentlich müssten wir jetzt noch weitere Dinge ausheben und eine Straße hinbauen, so mit Teer. Nein. Puh, wobei unsere Straße, unsere Straße ist ja von der anderen Seite dann, ne? Ja, wir haben hier eine Straße, aber vielleicht kann man hier ringsrum noch, ne? Weiß noch nicht genau. Wir haben ja eine Brücke da im Endeffekt. Dann haben sie übrigens auch versucht, rüberzukommen. Vorhin. Über die Brücke? Ja. Aber da ist doch eine riesen Lücke zwischen. Ja, die sind dann runtergefallen. Weil die sind hier oben über den Berg gelaufen gekommen, habe ich gesehen, als ich hier geguckt habe wegen der Glasscheibe, sind die hier lang gelaufen so und sind dann hier aber seitlich irgendwie hier runtergefallen so. Okay. Dann haben die das einfach nur als normalen Weg gesehen wahrscheinlich. Ja, denke ich auch mal, ja. Ja. Also die haben jetzt nicht spezifisch gedacht so, eine Brücke, da versuchen wir rüberzukommen, sondern sind wahrscheinlich einfach nur, naja, dann geht da lang, da runter und weiter. Ja, denke ich mal. Also die haben nicht versucht zu jumpen oder so. Okay, dann ist alles gut. Na, zum Glück. So. Was mache ich hier eigentlich gerade, Tobi? Die Folge die Länge ziehen. Wir sind bei 40 Minuten. Warte. Oh. Warte, kannst du mal kurz... Wo ist denn die? Ich glaube, bei mir hier irgendwo in der Nähe. Ach, bist du. Hä? Dann da links rum oder hier durch? Ist sie unten vielleicht? Nee, hier oben kommst du gleich.
Nice. Wo hat er denn seinen Sperrmüll hingeschmissen? Muss Parkschein ziehen. Hm? Wo hat er denn seinen Sperrmüll hingeschmissen? Ich hab den doch gehört. Ach, da hinten. Oh. Da. Oh. Ist das in der Nähe? Willst du kurz gucken? Weil ich mach dann hier noch die zwei. Also, ne, das, ich muss das zumindest ja fertig machen hier. Nee, da muss ich über den See da fahren. Da hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Ach so, auf der anderen Seite vom. Ach so, ja. Ja, das ist ganz da hinten in der Ecke. Nee, komm, okay. Aber für drei Mais fahre ich da jetzt nicht hin. Nee, auf keinen Fall. Wobei. Auf gar keinen Fall. Warte, ich bin gleich fertig. Ich wollte hier noch die zweite Dingens noch machen. So. Macht irgendwie voll Spaß, hier zu bauen. Ich weiß nicht warum, oder so auszubauen. Ich meine, es ist, ne, wir machen die Details irgendwie nicht. Aber so generell, so macht schon Spaß. Ich finde halt auch das Bausystem, da kannst du halt auch super viel machen einfach. Ja. Vor allem dieses neue Bausystem mit den Shapes und so überfordert mich immer noch. Ja, weil wir haben einfach keine Zeit, uns damit zu beschäftigen. So komplett. Gab's das früher nicht, wo wir das erste Mal gespielt haben? Nee. Nicht, also okay. Glaube ich, nicht in der Form. Okay. So, das gefällt mir wirklich gut. Ich würde sogar noch weiter in die Breite gehen, glaube ich. Was gerade da hinten brennt, aber das ist das Paket. Okay. Ich höre doch schon wieder jemanden laufen, oder bist du das? Ja, das war ich vielleicht. Ah, okay, das bist du gewesen, jo. Ja, ich glaube, ich würde irgendwann noch mehr in die Breite gehen, ne? So ein Zweier-Fußweg reicht noch nicht, das muss mindestens ein Dreier-Fußweg werden hier. Ja. Muss ja auch Platz zum Laufen haben, ne? Aneinander vorbei und so. Ganz genau. Und theoretisch könnte man das optisch wirklich so machen, dass das hier eine Art Tiefgarage ist, wenn man das schwarz anmalen könnte. Ne, dass man dann. Ist das sogar eine Dreierbreite? Könnte man sogar Streifen in der Mitte machen. Also eigentlich. Streifische in der Mitte. Eigentlich cool, ne? Da macht man so eine. Vielleicht so eine Abfahrt von da vorne. So eine Straßenabfahrt, bla. Und die geht dann hier so rein. Was wollte ich denn jetzt? Weiß ich nicht. So, was wollte ich hier gerade? Ich hab viel zu wenig Steine verbraucht. Ich werde die aber nicht los. Ja. Mollys habe ich diesmal auch nur ganz wenige genutzt. Ja, ich sag ja, es war jetzt auch nicht so herausfordernd, ehrlich gesagt, irgendwie. Ne? War irgendwie so ein bisschen so, ja. Ja. Geht schon. Geb ich dir recht. Wie gesagt, ist nicht so, dass ich mich beschwere, ne? Also nee, auf keinen Fall. Also war eher so entspannt diesmal. Aber vielleicht waren die noch einfach vom Weihnachten noch so ein bisschen, ne? Auch so. Ja, oder vielleicht haben die Entwickler gedacht, so, weißt du was? Der Blutmond, das ist der Blutmond, wo wir den Spielern einmal ein bisschen Ruhe gönnen und Erholung. Ja, finde ich voll nett von denen. Währenddessen in einem Spieleprogrammiererbüro. Was? Ruhe und Entspannung? Was? Die haben sie doch nicht mehr alle. Sag mal, Schotti behalte ich. Das selbstgebaute Gewehr lasse ich da mal hier. Haben wir irgendwo eine Gewehrkiste? Wir sollen auch einen Gewehrschrank hier bauen, oben, ne? Ich glaube hier die obere Kiste, da sind Sachen drin. Oder hier vorne, hatten wir hier die Kisten? Ich glaube hier. Jo, hier. Ja, Waffenfernkampf, genau. Aber das sind ja irgendwie alle drin, ne? Ich möchte meine, die ich jetzt wirklich benutze, nicht unbedingt da reinlegen. Da brauchen wir vielleicht nochmal einen richtigen Waffenschrank. Ja. Was kostet denn der? Waffenschrank. Soll ich mal einen bauen? Ja, kannst du machen, wenn du bauen kannst, dann klar. Ja, geschmiedeter Stahl, Schraubenfeder, mechanische Deile, können wir alles machen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir den. Mechanische Deile. Vielleicht machen wir einfach hier dran. Aber wir wollten. 43 Minuten, ne? Ja, würde ich sagen, ja, weißt du, komm, wir machen dann nächste Folge irgendwie. Was hältst du denn davon, Tobi? Ja. Können wir machen. Und dann gehen wir aber erstmal auf Loot-Tour. Ja, wir brauchen dringend ganz viel Dingens hier. Messing brauchen wir, ne? Messing. Ohne Ende. Ja. Messing, ein schönes Lied. Sag mal, selbstgebautes Maschinengewehr auf Stufe 6 müsste doch eigentlich geiler sein als das taktische auf Stufe 4. Aber ich benutze immer das taktische auf Stufe 4. Was brauchen wir denn von unserer Rüstung für ein Upgrade, damit wir in der Kälte keine Probleme haben? Wir hatten hier doch Sachen gehabt dafür, ich bin mir ziemlich sicher. Wir sollten mal gucken wegen Militärrüstung, ne? Und generell soll ich mal meine Rüstung gucken, wie sieht denn die aus? Ach, das geht alles noch. Das ist ja alles noch in Top-Condition. Hä? Nice. Sehr cool. So, ich habe 3 verfügbare Punkte. Oh,
jetzt bin ich wieder aufgeschmissen, wo ich was. Donnerbüchse wollte ich auch machen, bin ich 3 von 5. Chefkoch fehlt mir noch ein Punkt. Aber da muss ich Level 10 erstmal werden. Ja, okay, das will ich aber nicht. Mal eine blöde Frage. Ja. Was ist denn eine Förderschnecke? Das ist eine Freundin, die dir immer deine Rechnung bezahlt. Weil du irgendwie seit 30 Jahren Student bist. Nee, Förderschnecke hört sich an wie irgendwas für Ärzte sammeln. Lies mal vor. Ist das Ding, was du immer benutzt, um abzubauen für Plinkzeug? Nee, das ist ein Bohrer, ne? Ich guck mal kurz Förderschnecke. Hier steht vergrößert. Wir haben hier so ein Motorwerkzeug-Tank-Mod. Und da steht vergrößert Tankgröße für Kettensägen und Förderschnecken. Also Förderschnecke kann ich nicht bauen, ich weiß nicht, was es ist, aber. Vielleicht meinen die den Bohrer damit? Weil ich habe auch keine Förderschnecke gefunden. Der heißt einfach Erdbohrer. Okay. Wenn meine Förderschnecke eine größere Reichweite hätte, dann könnte die auch mehr Deals machen, ne? Also. ja, okay, wild. Weiß ich nicht. Warte mal so, was habe ich denn? Ich habe Attribut Wahrnehmung, habe ich nur 3 von 10 übrigens. Sperrmeister, Fährtenleser, Schlösser knacken, das hast du, glaube ich, alles, ne? Ja, so ein bisschen halt, ne? Präzisionsschütze. Ein Schuss, ein Kill. Oh, das würde ich auch mal gerne irgendwann machen. Präzisionsschütze. Das bringt. Frag mich, bei was das bringt. Bei Maschinengewehr wahrscheinlich nicht so viel. Chefkoch fehlt mir noch ein Punkt für den Penner-Eintopf, glaube ich. Geniale Rezepte von Oma, lerne von Opa. Koche 50% schneller, aber. Schädelbrecher, Prügelpeter und Schädelbrecher wollte ich auch mal irgendwann machen. So Nahkampf macht, glaube ich, auch viel Spaß. Ja, das glaube ich auch. Also, ja. Also ich schlage immer mit dem Schlagstock hier zu, mit diesem Schockstab. Mhm. Das ist auch geil. Ja, ich mache es inzwischen gar nicht mehr, weil Nahkampf bei mir halt einfach ist halt low bei mir, was soll ich sagen. Ich habe Intelligenz 10 von 10, wann ist das denn passiert? Hä? Ach, bestimmt wegen fortgeschrittener Ingenieur. Merke ich nichts von. Und Aeronaut, stimmt ja, unser Fluggerät. Du kannst Tragschrauberteile. Ja, geil. Das benutzen wir ja richtig. Schön. Toll. Ja. Ich könnte Arzt lernen. Für Antibiotika, meinst du? Ja. So. Wunderheiler. Heilmittel stellen 75% mehr Gesundheit über Zeit wieder her. Halt 100% mehr EP, wenn du verwendest. Du kannst Fortbites, Rekok und Antibiotika fertigen. Bupp, gelernt. Und hier überzahlen wieder her, Alter, 100% mehr, wenn du verbände. Das Fertigen von Gegenständen an der Chemiestation ist um 40% beschleunigt. Oh, das ist halt geil für Munition, ne? Ja. Ja, das stimmt. Wie hieß das? Wunderheiler ist das beim Arzt. Ah, okay. Da brauchst du aber Stufe 4 von 4 brauchst du da. Da müsste ich Arzt lernen für Munition, um was? Das ist ja auch blöd. Du bist eine Inspiration für deine Verbündeten und steigerst ihre Kampffähigkeiten. Das hast du gemacht, ne, glaube ich. Weil ich bin immer inspiriert in deiner Nähe, Tobi. Ja, klar, das habe ich auf 20 von 10, habe ich das. Ja, das, ich merke das immer wieder. Aber eigentlich sind so gefesselt von dir, das sind in der Nähe plus 1 auf alle Attribute. Weniger, 10% Schaden weniger, du bist ein Teamleiter. Bist du auch selber inspiriert, wenn du das machst? Immer. Nee, ernsthaft, also ich meine, hast du unten links auch gerade das grüne Icon? Nee. Okay, also ja gut, cool, dass du dann meine Skills steigerst. Danke dir, Tobi. Kein Problem, so bin ich halt, ne? Das soll ich vielleicht auch mal machen, wa? Verbündete erhalten in deiner Nähe 20 Gesundheit und Ausdauer. Ja. Wie viel Gesundheit hast du? 190. Ich hab 220. Schön, Erik. Ja, cool, dass du das gelernt hast, Tobi. Danke dir, ne? Ja, kein Problem. Warte mal, wenn ich das jetzt nehme, guck mal ganz kurz auf deine Gesundheit unten links. Ja. Ja. Oh ja, jetzt sehe ich da so ein grünes Mannequin, was so eine Schreidings. Und ich habe 210 Leben jetzt. Oh, nice. Das ist sehr cool. Okay, das ist nice. Dann mache ich wirklich charismatischer Auftritt erstmal, ne? Das ist cool. Kann ich maximieren. Also mit den nächsten Punkten, glaube ich. Blup. So, jetzt hast du auch noch Block- und Nahkampfschaden. Ist um 20% erhöht bei dir.
Geil, danke. Als nächstes kriegst du 10% weniger Schaden, aber du musst erstmal leveln. Und danach kriegst du plus 1 auf alle Attribute. Das heißt, wir machen das einfach beide auf 4 von 4 vielleicht. Was war charismatisch irgendwas, ne? Charismatischer Auftritt, genau, bei Intelligenz hinten. Oh, ich habe das sogar nur auf Level 2 gerade, sehe ich. Ja, yeah, ich habe es auch auf Level 2. Hier, ich mach mal Level 3. Motivationsreden habe ich noch gemacht. Ja, geil. Ich kann das leider noch nicht, aber das ist nice. 10% weniger Schaden ist natürlich super geil. Ja. Halber Blutungsschaden und Blutung doppelt so schnell stoppen. Nice. Geil. Und Arzt bringe ich dann vielleicht auch nochmal auf 4 von 4. Einfach nur aus Prinzip. Lass mich Arzt, ich bin durch. Ja. Ja, ja. So, Tobi, ich würde sagen, nächste Folge und dann... Oh, Alter, 50 Minuten, leck mich am Arsch. Was ist denn mit uns? Ja, dann ja, bis zur nächsten Folge und dann wirklich mal auf eine Loot-Tour vielleicht, ne? Also nicht nur vielleicht, sondern... Also wenn wir in die Schneeregion wollen, dann müssen wir nächste Folge Yucca-Smoothie machen. Ja, komm, lass uns erstmal woanders looten und dann kommen wir noch Schneeregion. Ja. Genau, Yucca-Smoothie und so, der Garten kommt ja auch noch hier rüber, wir müssen den noch ein bisschen ausbauen bis zum nächsten Blutmond, aber haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit. Geil. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Cheerio, Tschüsschen, tschüss.